Sie können ab morgen anfangen mit der gesunden alten Mittelmeerküche. Sofort. Viel Frisches. Die Fünferregel beachten, 3 Handvoll Gemüse, 2 Handvoll Obst, wenig Beilage, wenig Fleisch, nicht zu viel Fisch, dann sind Sie schon auf der guten Seite. Nutzen Sie gute Öle. Und wenn Sie selbst sagen, oh, ich möchte eigentlich mal wissen, wo mache ich viele, dann machen Sie zusätzlich noch das Ernährungsprotokoll. Sie müssen herausfinden, wo liegen die Probleme in meinen Gewohnheiten. Und dann ändern Sie 1 oder 2 und damit leben Sie die nächsten 40 Jahre. Besonders liegt mir am Herzen, dass der Mensch Eigenverantwortung für sich übernimmt. Und das kann er mit der Ernährung exzellent. Und es wäre eigentlich die beste Prävention, wenn das bei den Menschen ankommen würde. Und wir als Fachleute müssen den Menschen jetzt die Möglichkeit geben, dass sie das umsetzen können. Dass sie begreifen, wie sie sich gesund erhalten. Ich glaube, man muss innerlich zur Ruhe kommen. Gerade weil die Zeit so hektisch ist, will sie uns ja zwingen, auch so hektisch zu werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns ein paar Highlights am Tag nehmen, und zwar jeden Tag, wo wir sagen, heute nehme ich mir Zeit, wirklich eine Viertelstunde zu essen. Zum Beispiel das Sättigungsgefühl setzt überhaupt erst nach einer Viertelstunde ein. Der Deutsche ist dann aber schon fertig mit Abwaschen. Und da liegt das Problem. Dann isst er natürlich viel zu viel. Wenn man das begreift, kommt auf das Ganze gesehen, wenn man sich zum richtigen Zeitpunkt Zeit nimmt, gar nicht mehr Zeit raus, sondern sie sparen.